Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen weiteren Video, dem zweiten Teil des zweiten RS09s, des zweiten Reparierens. Keine Ahnung, wir sind jedenfalls wieder dabei am RS09. Wir basteln hier weiter. Und dieses Mal, im letzten Video, ganz kurzer Recap, haben wir den Motor getauscht an dem Flapper, den alten Motor Vierzylinder weggemacht und den Zweizylinder vom anderen RS09 dran gemacht. Und jetzt machen wir mal vorne weiter. Jetzt haben wir gerade die Britsche hier abmontiert. Na, die Britsche ist nicht original, die ist eine Eigenbaubritsche. Mit dem Zylinder vom Frontlader zum Anheben und die haben wir jetzt erstmal runtergebaut. Ich weiß nicht, ob ich die Britsche wieder drauf baue. Ich werde aber wohl die Befestigung ein bisschen anders machen, weil ihr seht das jetzt gerade. Wir kriegen die hier nicht runter und wir haben uns überlegt, ob das wirklich so ist. Aber das ist tatsächlich so. Die ist quasi festgeschweißt. Ne? Die ist nicht am Holm festgeschweißt, aber die hat links und rechts zwei Rohre, die wurden in die Holme reingesteckt und dann festgeschweißt. Und ja, während wir uns das überlegt haben, habe ich jetzt gerade mal ganz kurz die Vorderachse angehoben, die Lenkung durchgetestet und ja, da so ein bisschen rumprobiert, ein bisschen hier eine Kleinigkeit weggemacht, dort eine Kleinigkeit weggemacht. Aber es hilft nichts, wir müssen die Flex rausholen, wir müssen das abflexen, mir ist nichts anderes eingefallen. Das ist tatsächlich so zusammengebaut worden, dass es zusammengeschweißt wurde, nachdem das reingesteckt wurde und die zwei Winkeleisen festgebastelt wurden sozusagen. Und ja, mit der Flex bin ich jetzt auch gar nicht überall hingekommen, musste ich leider mit der Handsäge noch ein bisschen nachsägen, ist aber halb so wild, ne? So Handsäge. Wenn die ordentlich scharf ist und das Sägeblatt nicht ganz so alt, dann kriegt man damit auch ganz schön schnell was durchgesägt. Ich habe tatsächlich, bevor ich so viel mit der Flex gearbeitet habe, früher sehr viel mit der Handsäge gearbeitet, weil mir die Flex ein bisschen unheimlich war. Und ja, man kommt auch damit relativ weit. So, jetzt müssen wir hier die Schrauben aufkriegen. Das ging aber relativ einfach mit einem langen Auspuff als Hebel. Und ja, dann können wir die Vorderachse wegmachen. Frage ist natürlich, warum machen wir das? Ne? Warum machen wir die Vorderachse jetzt weg? Wir müssen auf jeden Fall nach dem Lenkgetriebe gucken. Die Vorderachse hat leider auch ziemlich viel Lenkspiel, genau wie die andere auch. Und wir müssen einfach mal gucken, welche von den beiden Vorderachsen jetzt besser ist. Ich werde jetzt hier erstmal der Vorderachse so weit rausziehen, dass ich oben das Lenkgetriebe aufmachen kann und da mal reingucken kann, wie das von innen aussieht, was man da eventuell noch nachstellen kann. Und ja, dann müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen. Das machen wir hier mal gerade auf. Ne? Das hier ist die Schraube, womit man eigentlich das Lenkspiel einstellen kann. Allerdings geht das natürlich nur bedingt, weil irgendwann fängt die Lenkung an zu klemmen, wenn die einfach zu sehr abgenutzt ist. Man kann das nicht unendlich nachstellen. Und ja, das haben wir hier gerade mal probiert. Und ihr seht das, ne? Jetzt versuche ich zu lenken und es geht nur ein paar Grad und dann drehe ich die Schraube ein bisschen lose und ich drehe quasi die Schraube so lange lose, bis ich frei voll einschlagen kann. Und enger kann man die Schraube dann nicht machen und leider ist das ziemlich viel Lenkspiel. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir die Vorderachse abbauen und die Vorderachse komplett tauschen gegen die Vorderachse vom anderen. Das Lenkgetriebe beim anderen hat auch Lenkspiel, allerdings meiner Meinung nach ein klein bisschen weniger Verschleiß. Da war innen drin was lose und das habe ich wieder festgezogen und seither hat es deutlich weniger Lenkspiel. Vorher hat es richtig viel gehabt, aber ja, jetzt geht es deutlich besser. Es ist natürlich trotzdem nicht perfekt, die RS09, die haben alle Lenkspiel und ja, ein neues Lenkgetriebe wäre da wohl nötig. Aber die gibt es im Grunde nicht wirklich und wenn ich ein gebrauchtes kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das genauso viel Spiel hat, im Grunde genau so. So, ja, jetzt mache ich hier mal eben die Schrauben kurz sauber und dann werden wir die andere Vorderachse herholen mit dem Kran. Und ist alles ein bisschen unpraktisch hier im Hof mit den unebenen Betonflecken hier mit Kies dazwischen, aber es ging. Dieser Motorkran, der ist echt eine riesige Hilfe. Ne? Ich glaube, 70 Euro hat der gekostet, irgendwas um den Dreh. Bei eBay Kleinanzeigen vor 2 Jahren oder sowas haben wir den mal abgeholt. Und ja, bester Kauf überhaupt. Ist so unglaublich praktisch. Ja, wir haben die Räder drauf montiert, dann konnte man die Achse einfach drunter schieben. Das ging relativ leicht. Der schwierige Teil, der kommt jetzt. Jetzt geht es nämlich darum, dass die Lenkstange, das Lenkrohr, was vom Lenkgetriebe nach hinten geht, das ist wie eine Zapfwelle sozusagen, mit Kardangelenken an jedem Ende. Und ist im Grunde auch wie eine Zapfwelle zusammengeschoben, allerdings nicht wie eine Zapfwelle, dass über die Hälfte des Rohres irgendwie zusammengeschoben ist, sondern nur so 15 cm, ne, wo das ineinander greift. Und ja, irgendwie muss das jetzt da im Holm zusammengesteckt werden. Ja. Es gibt Leute, die haben einfach am anderen Ende des Holms, ne, kurz vorm Lenkholm, da wo jetzt der Hydraulikzylinder liegt, ein großes Loch reingeflext, dass sie das da einfädeln können. Ich habe versucht, die Lenkstange, ne, mit Hand hochzuhalten und dort einzufädeln und es ging sogar, aber dann habe ich es auf der anderen Seite auf dem Lenkgetriebe nicht richtig raufgekriegt und ja, wir haben es jetzt hier hin und her probiert. Wie machen wir das am besten, ne, was geht besser? Hinten einfädeln oder vorne? Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich es erst hinten einfädle, bevor ich die Achse hinmache. Dann die Achse reinschiebe und dann versuche, das in die Verzahnung des Lenkgetriebes reinzudrücken. Das müsste eigentlich einfacher gehen. Hat aber irgendwie geklemmt.
Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir da insgesamt verbracht haben. Gefühlt den ganzen Nachmittag, aber so viel war es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, ich habe für eine Stunde oder anderthalb tatsächlich da rumgetan, bis tatsächlich die Kardanstange, die Kardanwelle, die Lenkantriebsstange, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt nennen soll, das Ding, bis das dort war, wo es hingehört. Und ja, die Lenkung letzten Endes da drin war. Ne? Ihr seht das, ich habe hier einen Schraubenzieher drin gesteckt. Ich habe hier irgendwie versucht, das auseinanderzudrücken und drauf zu drücken. Und dann haben wir einfach mit Gewalt quasi die Achse reingeschoben. Mit Anlauf, wump, wump. Und irgendwie, irgendwann ist es dann in die Verzahnung vollends reingerutscht. Der nächste große Aktion war natürlich hier vorne die Vorderachse dran zu machen. Und ihr seht, noch ist sie nicht ganz dran. Noch ist alles provisorisch. Und der Grund dafür sind diese Schrauben hier, beziehungsweise dieser Unterschied der Schrauben. Das ist von meinem alten, das ist von dem neuen. Hier Feingewinde, hier Grobgewinde. Das hier dürfte auch M18 sein. Das ist M20. Und vor allem könnt ihr sehen, die sind ein Stückchen kürzer. Und genau diese Länge fehlt jetzt. Weil nämlich hier der Durchmesser hier, wo die Schrauben durchgehen, derselbe ist. Das heißt, ihr könnt beide Schrauben verwenden. Aber natürlich hier im Träger, hier ist natürlich die M20 Grobgewinde drin sind, weil das ja der neue Träger ist, ne, vom neuen Schlepper. Und übrigens, ne, der ist wirklich schön kerzengerade, der Träger. Und ja, da sind jetzt die Schrauben zu kurz, weil nämlich der Bock an sich von der Dimension oder von der Achsposition hier bis nach oben exakt gleich ist. Allerdings hier, da ist der Guss anders. Ne? Beim anderen ist der Guss, geht der Guss hier einfach weiter hoch. Da haben sie irgendwie mal gedacht, okay, wir können ein bisschen Material sparen oder so. Wahrscheinlich neuere Variante, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls deswegen ist das Ganze jetzt noch nicht zusammen. Da muss ich jetzt erst noch auf eine Lösung warten. Ich habe eine Gewindestange bestellt, da kommt hier eine Gewindestange rein, sozusagen als Stehbolzen und dann unten eine Mutter drauf. Dann hat man es auch leichter, die wieder auseinander zu kriegen, wenn das denn mal so sein sollte. Ja, genau. Soweit, so gut. Warum diese Achse und nicht die? Der Grund ist das Lenkgetriebe. Das hier ist schlechter als das andere. Um nicht viel. Ich habe hin und her probiert und bin mir gar nicht so sicher, ob eins wirklich schlechter ist wie das andere. Beide haben Spiel, ist ein altes Lenkgetriebe. Aber das da hier ist, glaube ich, ein bisschen schlechter wie das andere und deswegen habe ich mich für die andere Achse entschieden. Und ja, man könnte natürlich nur das Lenkgetriebe tauschen. Dafür muss aber hier unten der Lenkhebel weg, dass man das Lenkgetriebe hier nach oben rausziehen kann. Und um den Lenkhebel wegzumachen, muss die Achse raus. Und dann muss man hier mit einem Abzieher das wegziehen. Das ist ein Konus und ein verzahnter Konus und da sitzt wahnsinnig fest drauf. Und das wollte ich mir eigentlich nicht antun. Und entsprechend habe ich mir gedacht, wir tauschen einfach die komplette Vorderachse, weil ansonsten tut sich da ja nicht viel. Könnte sein, dass die Achse hier in den Achsschenkeln besser ist als die andere vom Spiel her. Ganz sicher bin ich mir aber nicht. Und von daher, ja, habe ich den einfachsten Weg gewählt, einfach die ganze Achse zu tauschen. Habe nur nicht bedacht, dass die Schrauben wirklich kürzer sein könnten. Insofern, ja. Aber wie gesagt, für jedes Problem gibt es eine Lösung. Da machen wir dann auch dran weiter, sobald die Gewindestange gekommen ist. Der nächste große Schritt wäre die Elektrik. Und ja, na, das sind jetzt so die großen Schritte, um damit zum TÜV zu gehen. Das ist der Plan. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich glaube, ich habe schon irgendwo im Video wahrscheinlich erwähnt, erstmal das Nötigste machen, um zum TÜV zu gehen, zuzulassen, dass die Kiste auf die Straße kann und dann kann es weitergehen. Wir haben hier diese schönen Leuchten hier, die haben zwar ein E-Prüfzeichen, E15. E15 ist aber, glaube ich, nicht deutsches E-Prüfzeichen, wobei, ne, die haben auch E15, also vielleicht doch. Jedenfalls mit dem gelben Glas, ich glaube, das sind Nebelscheinwerfer. Die haben auch kein so Verspiegelung drin, wie ne, für normale Scheinwerfer, die leuchten auch sehr weit, also sehr hoch, die blenden ziemlich. Sind relativ hell, aber natürlich nicht als Hauptscheinwerfer gedacht oder geeignet. Ich glaube nicht, dass man damit durch den TÜV kommt. Da kommen natürlich die anderen Scheinwerfer drauf, ne, die ich für einen anderen RS09 hatte. Und ja, wo wir dann dabei sind, müssen wir mal gucken mit diesen Blinkern. Ich denke mal, dass das zwar TÜV-mäßig kein Problem wäre, allerdings gefällt mir das nicht, dass die so nach innen gesetzt sind. Da bleibt mir immer hängen beim Absteigen, dass ich die hier abschraube und die Blinker hier direkt drauf setze. Ich weiß nicht, warum das so gemacht ist. Ich vermute mal, dass sie vielleicht ursprünglich hier nach außen gezeigt haben und dass das im Wald irgendwie ein bisschen problematisch war oder so, und man dann hängen geblieben ist und deswegen die gedreht wurden, keine Ahnung. Aber ja, dann kommen wir natürlich hier hinten zu den Rückleuchten. Na, das sind so moderne Lichter, wäre jetzt aber nicht unbedingt das Problem. Der Karren sieht eh nicht mehr original aus. Allerdings kann man hier sehen, na, da ist hier schon ziemlich durch und das Material ist relativ dünn. Ich weiß nicht, ob man das nochmal irgendwie hingebraten kriegt. Na, hier ist auch eingerissen, hier fällt nicht mehr viel. Wenn man hier drüben geht, da sieht man, da wurde schon mehrfach nachgeschweißt. Wie gesagt, deswegen weiß ich nicht, ob man das nochmal hinkriegt oder ob ich hier andere Halterungen hinmache und die anderen Lichter, die ich hatte in den Runden, die gefallen mir eigentlich auch besser. Aber im Moment, wenn man guckt, na, die Kotflügel kommen irgendwann mal noch neu, ist die Optik nicht relevant. Ansonsten
Na, hier haben wir die Elektrik vom alten Flipper. Na, das ist hier für die Lichtmaschine, die drei Kabel. Das hier ist für die Vorglühanlage, bzw. Vorheizanlage. Er hat ja keine Glühanlage, ist ein Direktanspritzer, der hat Heizspiralen im Ansaugtrakt. Das muss irgendwie angeschlossen werden. Hier oben der Kasten funktioniert an sich soweit. Allerdings hat er keinen Blinkgeber, sondern na, wenn man blinken möchte, zack, 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 nicht gut. Also muss man gucken, dass da ein Blinkgeber reinkommt. Er hat auch keine Warnblinkanlage, das ist natürlich auch TÜV-relevant, also muss eine Warnblinkanlage nachgerüstet werden. Das Vorglühen muss man ja dann irgendwie umbauen, das kann man nicht mehr über den Glühüberwacher hier leiten, weil es ist ja keine Vorglühanlage, sondern eine Heizspirale, die direkt an die 12 Volt geht. Dieser Schalter hier, der hat irgendwie ein bisschen Wackelkontakt, da muss man mal gucken. Das hier ist vermutlich die Hupe, habe ich noch nicht getestet, ob sie geht, ich glaube nicht. Also wie gesagt, den Schaltkasten muss man überarbeiten. Bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn hier an der Position lasse oder ob ich ihn woanders hinschraube. Aber nachdem ich eh irgendwann die Kotflügel tauschen will, vielleicht will ich es erstmal so lassen. Müssen wir mal schauen. Ja, sonst ist ja nicht viel dran an Elektrik an dieser Kiste insgesamt. Ansonsten, die Verkabelung hier unten zum Anlasser ist ziemlich schlecht. Aber werde ich wahrscheinlich erstmal so lassen, wenn es funktioniert. Kann man das, denke ich mal, das meiste so lassen, wie es ist. Was natürlich definitiv nötig ist, ist für die Lichter eine neue Verkabelung. Weil zum einen ist das hier extrem dünnes Kabel. Und zum anderen braucht man natürlich Standlicht und Abblendlicht und nicht einfach nur ein Licht. Und ihr könnt sehen, da hier geht nur ein Kabel rein plus Masse. Also von daher, ja, muss man da mal gucken. Aber auch da, wie gesagt, können wir jetzt alles neu machen, mache ich aber nicht. Ich mache nur das Nötigste irgendwie zusammen. Und ja. Bevor wir uns jetzt aber groß um die Elektrik kümmern, habe ich erst noch mal was anderes vor. Und zwar möchte ich mich ein bisschen um den Motor kümmern. Im letzten Video haben es schon ein paar von den Kommentaren gesagt, ne, dass der andere Motor auch nicht so super läuft, und habt ihr vollkommen recht. Ne? Und für alle, die das nicht mitverfolgt haben, ne, da ist ja ein bisschen eine Geschichte dahinter. Der Motor wurde ja auseinandergemacht. Ich wollte den Motor überholen und habe festgestellt, dass in den Kolben oben, wo die Brennmulden sind, Risse sind und dass da eigentlich neue Kolben rein müssten. Und das ist im Grunde wirtschaftlicher Totalschaden, weil an dem Punkt, man kann da keine neue Buchsen für diesen Schlepper kaufen oder neu ausbuchsen lassen. Man muss die luftgekühlten Hülsen dann ausbohren lassen und der Kolben an sich kostet irgendwie 250, 300 Euro das Stück. Also da ist man dann bei weit über 1000 Euro dabei, allein nur Kolben und Buchsen bei dem Motor reparieren zu lassen. Und ja, dann hat man natürlich noch keine Ventile oder sonst irgendwas gemacht. Und das ist einfach ein komplett wirtschaftlicher Totalschaden bei diesem Schlepper. Und von da habe ich den Motor dann mit neuen Kolbenringen und ein bisschen neu gehornten Buchsen wieder zusammengebaut. Natürlich sind die Buchsen nicht perfekt, die sind ein bisschen oval gelaufen. Deshalb retten auch die neuen Kolbenringe nicht so viel. Und ja, der Motor ist auf Zeit. Ne? Es kann sein, da kommt dann irgendwann mal Motorschaden oder so. Ich weiß es nicht. Die Kisten sind extrem robust. Die laufen auch noch, wenn alles komplett hinüber ist. Aber die rauchen dann halt und laufen nicht mehr schön. Jedenfalls, der hier könnte ein bisschen schöner laufen. Und da werden wir mal die Einspritzdüse uns anschauen. Man sieht das ja und man hört das ja auch, dass er auf einem Zylinder läuft, wenn er kalt ist. Und dass der linke Zylinder nicht wirklich mitlaufen möchte. Nur wenn man richtig Gas gibt, mal ein paar Mal mitzündet und dann aber bloß wieder blau qualmt, blau räuchert. Und nicht so das tut, was er eigentlich machen sollte. Und der andere Zylinder läuft nicht schlecht. Und jetzt ist es so, auf dem linken Zylinder habe ich tatsächlich schon mal die Einspritzdüse ausgetauscht. Auf dem rechten Zylinder ist die Einspritzdüse noch original. Ich habe damals zwei neue Düsen gekauft, habe aber nur eine getauscht. Weil das beim einen schon ein ziemliches Theater war, die auseinander zu kriegen, und weil die andere Düse noch nicht so schlecht eingespritzt hat, wie ich mir dachte. Die haben eigentlich beide noch nicht so schlecht eingespritzt und ja. Nur ist nur so, dass der mit der neuen Düse jetzt schlecht läuft. Es ist so, ich konnte damals die Düse nicht einstellen, weil ich damals mein Düsenprüfgerät noch nicht hatte. Also habe ich es einfach mit denselben Mengen an Plättchen wieder eingebaut wie vorher. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Na, das ist nicht gut und da werden wir heute mal korrigieren. Thank you.
habe da jetzt einiges rausgeschnitten, aber insgesamt ist der Schlepper, keine Ahnung, 20 Minuten, 30 Minuten gelaufen mindestens. Und ihr seht das, ne, der ist immer noch am Blauqualmen. Er läuft ja jetzt auf zwei Zylindern vernünftig mit, aber der eine Zylinder zündet halt trotzdem nicht so richtig. Er qualmt trotzdem und ja, wenn er richtig unter Last kommt, dann qualmen beide schwarz, ne, dann zündet er richtig, dann läuft er auch richtig. Aber sobald er im Leerlauf wieder ist oder nicht wirklich unter Last, ja, verbrennt halt einer der Zylinder nicht so richtig wie der andere. Und deswegen kommt jetzt definitiv die Einspritzdüse raus. Da muss irgendwas mit der Einspritzdüse nicht in Ordnung sein. Die andere Alternative wäre, dass die Kompression nicht in Ordnung ist. Aber beim Starten klingt es eigentlich so, ne, dass beide in etwa dieselbe Kompression haben. Und ja, vermute ich ein Spritproblem. Ich würde mal sagen, Problem gefunden. Nicht gut. Nicht gut. So, wir werden jetzt hier einen kleinen Zeitsprung machen. Das ist ein bisschen nicht so ganz kontinuitätsmäßig korrekt. Der Schlepper hat nämlich jetzt plötzlich andere Lichter dran für den nächsten Start. Ich habe da ein bisschen abwechselnd gemacht. Ich habe nämlich die Einspritzdüse an dem Tag nicht auseinanderbekommen und habe sie erst ein paar Tage später mit viel Hitze auseinanderbekommen. Und das habe ich dann nicht gefilmt, weil ich eh nicht gedacht habe, dass es noch irgendwie funktioniert. Und ja, jedenfalls, ich habe lauter Material von Versuchen aufzumachen, aber wo es dann tatsächlich aufging, habe ich kein Material. Dann habe ich die Düse neu eingestellt und so, dass sie halbwegs vernünftig einspritzt. Und wieder eingebaut und ja, da ist jetzt hier der nächste Teststart. Schauen wir jetzt mal, wie er so läuft. Wie man jetzt hier sehen kann, im Vergleich zu vorher ist es schon deutlich besser. Ne? Wir haben nicht mehr diesen unverbrannten blauen Dieselqualm aus dem linken Zylinder. Beide rusen, ne, die Zylinder. Er läuft also sehr, sehr rusig, sehr qualmig. Er ist, ist einfach so. Aber zumindest haben wir diesen üblen blauen Qualm jetzt weg. Und ja, er ist auch ein bisschen besser gestartet, würde ich sagen. Wobei wir jetzt die Vorglühanlage in dem Video auch schon aktiv haben. Also kann man jetzt nicht unbedingt das eine mit dem anderen so vergleichen. Ich würde mal sagen, im nächsten Video geht es dann tatsächlich voll in die Elektrik rein. Das habe ich jetzt einfach so ein bisschen gesplittet, dass das nicht so wechselhaft in den Videos ist. Auch ist natürlich die Vorderachse jetzt montiert. Da habe ich kein Video dazu. Als die Gewindestange kam, habe ich die einfach dran montiert. Und da war die Kamera gerade nicht zur Hand. Ist aber natürlich auch, ne, vier Schrauben reinmachen, mehr war das nicht. In diesem Sinne würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.